So, heute mal in 360 Grad. Es kann auch wieder nur ein kurzes Video werden, weil das Problem ist, wieder viel Arbeit, ne? Wir sind jetzt hier schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Hier ist eigentlich auch schon soweit alles mit dabei. Wir haben jetzt hier auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt mal kurz zur anderen Seite schaut, haben wir da hier so einen kleinen Tresen hier unten, ne? Und dann haben wir eben alle Regale nochmal aufgebaut. Neue Firma kommt mit hinzu. Neue Firma. Neuer Hersteller. Und zwar ist das Shiny Sheath Sense. Kennt ihr bestimmt schon von ein paar anderen Shops. Ich hoffe, es mit der Helligkeit reicht aus. Könnt ihr nochmal schauen auf der anderen Seite, weil ihr könnt das Handy ja, ne, einfach so bewegen, weil es ein 360-Grad-Video ist. Ich denke mal, das kennt ihr. Und jetzt wollte ich einfach mal so durchs Lager gehen und euch das so ein bisschen zeigen, ne, damit ihr das gesehen habt. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich nicht so direkt sehen, aber wir haben hier alles noch von Rups. Rups kommt nächste Woche natürlich wieder. Schemmige ist alles mit dabei. Haben wir hier so einen kleinen Packtisch gebaut. Das ist jetzt erstmal alles noch ein bisschen provisorisch, wird aber noch mehr sein. Und alle Bestellungen vom Wochenende. Hier, das ist da alles von Freitag und Samstag. Und heute die Bestellung haben wir noch nicht geschafft. Hier sind alles die ganzen Polierpads von Nanolex. Da kommen aber auch noch andere Dinger mit dazu. Das ganze SI 3D. Dann haben wir hier alles von Soft 99, ne, Nanolex. Ihr habt ja, denke ich mal, letzte Woche das Video auch schon gesehen, deswegen ist es nicht so ganz so interessant. Tuga Chemie kommt auch wieder nächste Woche. Wir haben hier Gott sei Dank auch ein ganz normales Licht da oben und haben jetzt auch gerade neu auf LED umgebaut. Noch nicht komplett fertig, aber schon einiges mit dabei. Valet Pro Perlen, das Royal Snowform kommt auch wieder Montag oder Dienstag, je nachdem. Kawaza haben wir mit dabei. Gion wollt ihr bestimmt noch mal sehen. Ich weiß nicht, wie man das auf der Kamera direkt erkennen kann. Aber ich denke mal, das sieht man ganz gut. Das ist leider Schadensware, aber nicht so wild. Versiegelungen sind auch wieder da, und zwar sind die da hinten. Dann haben wir die Uni-Gloves, Handschuhe, die ganzen Siebe und die Deckel. Genauso wie die Griffe. Problem ist die Eimer. Die Eimer sind jetzt leider schon fast ausgegangen. Ich glaube, die müssen auch schon ausverkauft sein. Die werden wahrscheinlich erst wieder Ende nächster Woche oder vielleicht danach die Woche erst wieder reinkommen. Kommt echt darauf an, wie schnell das geht. Sonst haben wir hier auf der anderen Seite, wenn ihr zur anderen Seite schaut, alles mit Monello. Hier haben wir so die kleinen Kartonagen und da noch Sachen, die morgen gepackt werden müssen. Ja, und dann Auto Finesse ist noch angekommen. Eine komplette Palette. Habe ich jetzt auch nicht verfilmt, weil ich noch keine Zeit hatte. Aber sonst könnt ihr ja mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Ding halten muss, weil die habe ich gerade erst halt gestern neu, diese Samsung Gear 360. Und da könnt ihr jetzt auch sehen, dass zum Beispiel hier auch alles jetzt wieder dabei ist, ne? Unten auch. Hier haben wir noch die ganze Mother's Brush Gedöns und so. Hier sind die Polierpads von Rups. Die kommen jetzt, wie gesagt, auch wieder nächste Woche. Ja, und ich denke mal, sonst sind wir schon relativ weit gekommen. Nächste Woche steht der Ausbau vom Büro an. Und ja, dann wird das eben nochmal hier mit der ganzen Beschilderung und so wird das noch fertig gemacht. Da werde ich auch nochmal separate Videos drüber drehen. Es gibt nächstes Wochenende dann wieder eine Aktion, da mit diesen Shiny Sheath Sense. Das dauert aber jetzt leider noch eine komplette Woche. Tja, und ich hoffe, sonst, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich versuche jetzt heute Abend wieder oder morgen früh dann gleich die ganzen YouTube-Kommentare zu beantworten und die ganzen E-Mails, weil das lief jetzt ein bisschen hinterher, weil die Woche wirklich ein bisschen zu krass war. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin, weil gestern hatten wir nämlich auch noch einen Workshop, eine ganz spannende Angelegenheit. Da waren auf jeden Fall einige mit dabei, war eine super coole Truppe, ne? Die hatten auch schon echt ein bisschen was drauf. Und ja, ich denke mal, das wird dann schon sehr, sehr cool. Ich werde jetzt demnächst nochmal gucken, wie es mit den 360-Grad-Videos ankommt. Und dann werde ich wahrscheinlich noch ein paar mehr drehen. Aber ich würde sagen, da warten wir einfach ab. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Sonntag. Ich versuche nächste Woche wirklich wieder mehr Videos zu machen, sobald das hier mit dem Büro alles fertig ist. Und da kommt da auch noch auf die Seite dann so eine YouTube-Wand, wo ich dann auch noch selber so eine Art, ich sag mal, so eine Art Studio habe, wie man das auch mal nennen will. Eben so eine Wand im Hintergrund, ne? Nee, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, ne? Ich melde mich nächste Woche wieder. Viel Spaß!